Liebe. Was schön ist, ich erinnere mich immer gerne an den Bischofsmarkt zurück. Ich bin heute noch fasziniert und überwältigt über die Liebe zum Detail, die da eigentlich in dem ganzen Theater. Ich habe nur gut gehört von der Organisation her, alles top durchgeplant. Ich selber habe gestaunt, auf was für Ideen die Leute gekommen sind. Die schauspielerische Leistung, das ist wirklich genial, was da geboten wird. Und, was mich sehr positiv beeindruckt hat, ist eigentlich, ja, man muss irgendwie in die erste Probe kommen und es hat so viel einfach schon so super gut funktioniert. Ich mache viele Theaterproduktionen und ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass man so früh vor der Premiere, ja, vom ganzen Schauspielerischen her, von der ganzen Gang und allem zusammen drum und dran, wirklich schon so weit ist gesehen. Das hat mich sehr positiv überrascht und beeindruckt. Wenn ich mich an den Bischofsmord zurück erinnere, habe ich immer ein kleines Lächeln. Und ganz besonders war jetzt zum Beispiel, als wir wieder jetzt nach Niedergästeln, ich glaube, ich war seit der Derniere nicht mehr in Niedergästeln, dann sind wir da hingefahren. Und da kam mir zuerst in den Sinn, als ich durchs Dorf durchgefahren bin, dass da auf einmal die Straße wieder offen war. Also das ist für mich war ganz neu, weil mit der Erika waren wir zusammen im Auto gesehen, so, also, hey Erika, wir können jetzt wieder durchfahren. Und dann haben wir vorne geparkt gehabt an der Gästlenburg und plötzlich haben wir so nach oben geguckt und sehen dann da oben die Gästlenburg, wie sie erleuchtet war, und magic-mäßig sind irgendwie alle Erinnerungen wieder zurück und natürlich war das eine großartige und tolle Zeit. Ich habe dem Mario seine Gage heute ausbezahlt, also 7 Sandwiches, und er hat hervorragend gespielt. Auch ja. Die Gage habe ich natürlich ausbezahlt für den Fabian. Man sehe den Ertrag, 1 Sandwich. Die Frage steht natürlich im Raum, warum kriegt er nur 1 Sandwich und der Mario 7? Wenn ich nicht zufrieden gebe mit dem, was ich habe. Und was ist der? Wir leben wir hin. Was ist die Krux daraus? Du gibst dich damit zufrieden? Pech gehabt. Scheiße. Gratulation, Mario. Wir leben wir hin. Und wir leben wir hin, oder? Wir hatten super Wetter, wir hatten sehr gute Zuschauer, alles zusammen hat geklappt, wir hatten nie einen Panna. Die Szene, die ich gesehen habe, gehört während der Aufführung, habe ich die andere Szene nicht gesehen. Aber vorher mit der Heuprobe bin ich die andere Szene anschauen. Und das klappt einfach alles. Und das ist, ich glaube, auch das Feedback von der Bevölkerung, die man im Oberwallis gesehen hat und gehört hat. Das ist dermaßen positiv, das ist nichts Schlechtes. Wir sind eine tolle Gruppe, wir haben so schön miteinander. Schade, irgendwie, dass es vorbei ist. Auf einer Seite sind wir froh, auf der anderen Seite haben wir ein bisschen Wehmut. Ich war am Anfang sehr skeptisch über die Organisation oder über das ganze Theater. Aber jetzt, so, wenn ich ein Ende frage, wie das ist bei uns kommt, die ganze Kritik und alles zusammen sehr gut. Auch die Kulisse, jetzt, wenn man es so sieht, macht das ganz einen anderen Eindruck als vorher, wenn man nur gehört, das kommt so und so, und hat man nicht recht gewusst, was es überhaupt an Ende freut, dass ich im Theater kann. Es war wunderschön, hier in Emilie zu kennenzulernen. Für mich ganz speziell und für meinen Wunsch, dass er euch mitmachen konnte. Und dass wir hier wirklich andere Leute kennenlernen. Man sieht es sonst irgendwie noch wie ich im Theater. Freunde, die wir zusammen gelassen haben. Und so kommen wir mal ein bisschen mit anderen zusammen und andere Machenschaften und andere Mentalitäten kennenlernen. Aber tipptoppe Sachen, super. Also die Dives waren ganz klar, die Tage, die wir früher nicht sehen. Oh! Wir haben schon gesehen, wir haben einen wirklich gefunden. Also wir haben noch nicht gehabt, meist einmal. Und haben einen wirklich gefunden, wie ein Ansehen tut. Also ohne die Frau und die Jungs hier, war es halb so lustig, mega lustig. Also das macht es mega aus. Hier kann ich also sagen, für mich, ich würde es nochmal machen. Es war eine tolle Erfahrung. Wir haben wirklich ein flottes Team hier, eigentlich tipptoppe Stimmung gehabt. Obwohl, das ist vielleicht der Nachteil, dass wir natürlich eine kleine Gruppe sind. Und dass wir mit den anderen Theaterspielern, die Theaterfamilie, das Familiendings, hat man schon relativ wenig. Und jetzt sind die schon ein Projekt. Das ist schon so. Ja, das stimmt. Speziell ist heute, du musst von der ersten Sekunde, eigentlich vom ersten Auftritt, anders voll in der Rolle sein. Du hast nicht Zeit, die Rolle so zu entwickeln oder so, der Charakter muss irgendwie in der kurzen Zeit bald einmal rüberkommen. Aber wir pushen an, wirklich. Ja, das ist wirklich flott. Ja, wir nehmen es irgendwie auf, kann ich sagen. Wir nehmen das schon an, Rest.
zwischen drei war immer ein flotter Hänger, aber nachher, wenn es die Leute da sind, sind wir schon voll dabei. Ja. Nein, ist gut. Was sagst du, Sibo? Sibo Morgen war der Vorläufer, gell? Ja. Was höher interessant war. Ich habe die Szene x-mal gesehen. Und jedes Mal hat es mich wieder faszinierend ergriffen. Weißt, ist einfach nie lange gesagt, nein, nie lange gesagt, ja, jetzt habe ich das irgendwie. Nein, ist immer wieder speziell gewesen, das ist super gewesen. Und auch so die Reaktionen von den Leuten, weißt du, die zu dir sind. Ich habe zum Beispiel die Nacht, haben wir gefilmt, oder haben sie gefilmt, gell? Ja. Und da hast du manchmal so Worte. Jawohl. Und dann hast du das Gefühl, ich kann gleich kommen, wieder mal ungeduldig. Nix. Die haben wirklich sehr, sehr diszipliniert geworden. Und das war fantastisch gewesen. Ja, ich muss sagen, das war super. Nein, aber es war ein flottes Erlebnis. Und was mir hier gefallen hat, ist eine wunderbar inszeniert. Das ist euch von Sebastian Uys und Köhn und von Karim Hablik. Ich war sehr skeptisch am Anfang, der Profi und so. Und ich habe mich darin gefügt. Und also, wie sieht man es? Auf das Mal ist die ganze Sache. Und ich habe die Bilder gesehen, das war wunderschön. Und ich habe Freude, mal eine Rolle zu spielen, weil ich nicht nur eine Humor, eine lustige Rolle, sondern mal ein bisschen tief gehe. Ich bin dankbar. Ergot, ich bin der Dank. Ob ich in 2 Jahren spiele, bäh, oder so. Das entscheidet der Herr über den Letzten. Cool. Ich finde es eine super Sache. Es ist ja sehr gut rausgekommen, allgemein Mokka. Und ja, wir sollten eigentlich solches mehr machen, ja. Es war ein sehr spannendes Projekt, vor allem ich als junger Typ, dass er so etwas hat machen durfte, in dieser Position. Und wie gesagt, man hat mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist das Schöne, was in diesem Projekt euch ein Schlussresultat hat gegeben. Dass wirklich vom ganz Oberwallis, egal wie alt, egal was für einen beruflichen Hintergrund haben, egal was für eine Fähigkeit im Theater spielen kann, dass wir eigentlich noch gemeinsam also super Projekte zustande bringen können. Wird immer noch darauf angesprochen. Wir haben dich gesehen oder wir hätten dich auch noch schauen. Ich war gerade gestern in einem grösseren Anlass gewesen, und da haben zwei Leute noch mal gesagt, das war grossartig gewesen, und das hat ihnen gefallen. Ich kann es also noch nicht loslassen.
Also ich wollte nur alle zusammen herzlich eigentlich danken für das toll spannende Projekt. Besonders natürlich den Sponsoren. Ohne Sponsoren wäre es nicht gegangen. Und ja, natürlich Niedergästeln, der ganze Bevölkerung, der Gemeinde, der Stiftung, die uns eigentlich das uns immer unterstützt hat. Natürlich euch, dem Andreas Bregi, der eigentlich der Initiant war der ganzen Idee. Und ich wollte auch alle zusammen, genau auch alle zusammen Danke sagen, die mitgemacht haben. Ohne auch wäre das nicht gestanden. Danke vielmals. Übrigens, heute ist der, hat sich der Kreis geschlossen. Jetzt haltet euch fest. Ich habe den Zettel gesehen. Jetzt pass auf. Und zwar, der ist mir gekommen, als ich heute den Fabian nochmal angehört habe. Der Fabian erzählt ja die Geschichte, dass er selbst von einem Scherenschleifer gefunden wurde. Und als der Anton von Thurn erfahren hat, dass das Kind gefunden wurde und nicht tot ist, musste der Scherenschleifer ihm versprechen, dass er niemals das Anrecht auf die Burg annimmt und dass er das Kind verschonen soll. Du bist der Vater von Fabian. Was? Damit bist du nämlich... Was bin du ich? Bist der... Deswegen, man müsste den... Ganz, nein, natürlich ist es nicht. Ich aber der Vater vom Schalisch... Ganz kurz. Nur damit die Geschichte wäre jetzt abgerundet. Dann könntest du nämlich im Anfangsmonolog sagen, nur weil ich dieses Kind... weil dadurch gerät der Vater vom Scherenschleifer die Abhängigkeit vom Anton von Thurn. Kommt ihr mir nach? Aber langsam. Der Fabian erzählt ja, dass er der Halbbruder ist vom Anton von Thurn. Der ist der Erstgeborene. Und die Mutter wollte das Kind ja aus diesem Grund umbringen lassen. Und der Anton von Thurn hat dieses Kind genommen und hat dann praktisch das Kind einfach im Korb im Wald ausgesetzt mit dem Siegelring. Und ein Scherenschleifer hat dieses Kind gefunden. Plötzlich hat der Anton von Thurn mitgekriegt, dieses Kind lebt, es ist nicht tot. Und dann ist es ja in den Wald gegangen und da musste ja der Scherenschleifer versprechen und schwören, dass er niemals das Amt wird erheben oder dass sein Sohn, also dieses gefundene Kind, niemals das Amt oben auf der Burg wird in Anspruch nehmen oder sein Recht in Anspruch nehmen. Und das ist der Moment, wo der Scherenschleifer die Abhängigkeit gerät vom Anton von Thurn, wo er so langsam anfängt mit kleinen, erpressbaren Dingen. Und so hat er sich reingesteigert. Dein Anfangsmonolog müsste man jetzt einfach umändern. Nicht meine Familie, sondern da müsste kommen, ich verfluche mich, warum habe ich dieses Kind damals nur gefunden? So bin ich in die Abhängigkeit vom Anton von Thurn gekommen. Gut, aber dann müsste man natürlich auch einen komplett anderen Schauspieler spielen. Oder? Es geht mir jetzt nur um die Geschichte. Ja, ja. Mir geht es jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwas ändern. Mir ist es dann auf einmal gekommen, das ist jetzt die logische Schlusskonsequenz, warum du jetzt in der Abhängigkeit wärst. Natürlich müsste jetzt der Scherenschleifer, der Fabian müsste wesentlich jünger sein oder du müsstest wesentlich älter sein. Also wenn man das jetzt ja, also von ihrer Eltern her passt das ja wieder. Von ihrer Schiene ist ja jünger quasi. Ja, klar. Was? Nein. Sie ist ja die Frau vom Anton von Thurn. Sorry. Sie ist Schwägerin von Fabian. Aber jetzt gehen wir aber den ganzen Stammbaum durch. Oder? Ja. Also im Prinzip ist der Fabian der Sieg. Darum, weil er wieder sich in den Nüsse gesehen hat. Genau. Ah, oh.